Servus Leute, Mittmann live hier. Gestern Abend habe ich ja das geile Spiel runtergeladen und ich habe den ganzen Abend gezockt. Und was glaubt ihr, ich habe keine Pokebälle mehr. Scheißdreck, guck mal hier, starten wir mal das Ding. Ja? Ich bin ja weitergelaufen, guck mal, ich bin schon Level 4. Ich konnte gestern einfach nicht einpennen und aufnehmen konnte ich leider auch nicht, weil bei uns zu Hause jeder geschlafen hat. Aber ich habe wieder ein paar Pokémon, guck mal hier. Golbat, Traumato, Paras, also alles mögliche jetzt gerade gefangen, keine Pokebälle mehr, ich drehe durch. Weil jedes Mal, wenn ich irgendein Pokémon finde, dann muss ich den einfach laufen lassen. Mann, und solange ich noch Level 4 bin, dann kann ich da noch nicht mal in die Arena rein, um gegen andere Leute zu kämpfen, obwohl die Arena bei mir direkt neben dem Haus ist. Mann, jetzt fahren wir einfach mit euch. Ihr habt gehört oder halt auch gesehen auf der Landkarte, dass hier in Leonberg anscheinend an der Kirche so ein Ding ist, weißt du, so eine Station, wo du die ganzen Pokébälle bekommst. Also ich hoffe, ich finde da jetzt gleich sind was. Sind das hier jetzt exakt 18.000? Radio aus mit dir. Und wenn ich da nichts finde, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich glaube, im Stadtpark finde ich auch noch was, aber lass uns mal dahin gehen und anschauen, wie ich überhaupt die Pokébälle von dort rausbekomme. Ich hoffe nicht, dass ich in die Kirche reingehen muss. Sonst wird es ein bisschen blöd aussehen, euch hier mit der Kamera und mit dem iPhone. Aber guck mal, ich will mal sehen, ob der Typ so schnell rennen kann, wie ich mit dem Auto fahre, ja? Warte, ich muss euch ganz kurz weglegen oder lasst uns kurz mal dahin fahren. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also. Und guck mal, das stimmt sogar. Da sind ein paar Kiddies sogar vor der Kirche, weil normalerweise stellen sich keine Kiddies vor die Kirche, glaube ich. Und hier ist das hübsche Ding. Also wunderschön. Eine wunderschöne Sehenswürdigkeit. Und ha, die Karte hat doch nicht gelogen. Hier hat das Ding aufgemacht. Und ich klicke mal drauf. Also ich war noch nie hier drin. So, St. Johanneskirche. Da klicke ich mal nochmal drauf. Was bringt es mir? Ah, guck mal. Habt ihr es gesehen? Ich habe gerade gedreht. Und jetzt habe ich Pokebälle, Pokebälle. Kann ich nochmal drehen? Ha, versuche es später noch einmal. So ein Scheiß. Aber Leute, Gott sei Dank bin ich hier mit dem Auto unterwegs. Also fahre ich jetzt hier an die Stelle und sammle ganz kurz noch ein paar Pokebälle. Bin gespannt, wie viele ich bekomme, weil vier Stück sind ein bisschen zu wenig, weil ich ganz am Anfang nicht so gut zielen konnte. Und der nicht so gut zielen kann, der verliert auch viele Pokebälle. Also fahren wir ganz kurz weiter. Bis gleich. Jetzt bin ich hier angelangt, ganz verschwitzt, weil ich ja so viel rennen musste. Ach nee, ganz vergessen, ich war doch mit dem Auto unterwegs. Also ich weiß jetzt nicht, was hier für eine Sehenswürdigkeit in der Nähe ist. Also gucken wir mal ganz kurz rum, ich habe keine Ahnung, aber ich klicke jetzt mal drauf, mal sehen, was der uns anzeigt. Mini-Esel, ha, guck mal, Mini-Esel, da ist ja ein Mini-Esel in Leonberg. Also sowas muss man auf jeden Fall gesehen haben, das ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit. Komm, lass uns mal drehen, ob da irgendwas rauskommt. Na, 1, 2, 3... Na, eins noch. Mann, ich habe nur 3 Pokebälle bekommen. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Mal gucken, was da ist. Ich fahre einfach jetzt durch komplett Leonberg und sammle mir Pokebälle auf. Nee, also ich habe doch leider keine Zeit. Also ich fahre jetzt noch an die nächste Stelle und dann mal sehen, vielleicht langt es dann auch mit den Pokémon. Wenn nicht, dann muss ich doch durch halb Leonberg fahren. Weil was soll ich ohne Pokebälle machen? Ich kann doch kein Level aufsteigen, wenn ich keine Pokémon fange, glaube ich, oder? Oder klär mich da einer bitte auf. Ich will endlich den Level 5 haben oder das Level 5, damit ich hier in der Nähe von mir gegen Leute zocken kann, gegen Leute mit Pokémon. Hier, guck mal, ich habe einen guten Pokémon, gutes Pokémon. Goldbart, Level 155 und ich kann nicht mal mit dem kämpfen. Was soll das? Also fahren wir bis zum nächsten Ziel. Bis gleich. So Leute, also die eine Sehenswürdigkeit
war leider nicht zu erreichen, weil das eine Einbahnstraße war. Aber kein Problem. Jetzt gehen wir kurz in den Park. Guck mal, da sind ja die ganzen Leute. Ich glaube, die sind alle in dem Park, nur weil die Pokémon-Bälle sammeln wollen. Ja? Langsam. Und ich werde nicht der Letzte sein, der das tut. Ich parke jetzt kurz hier, also das ist eine Parkverbotszone, aber was tut man denn nicht alles, um Pokébälle sammeln zu können? Guck mal, hier im Park, da gibt es sich solche Sehenswürdigkeiten. Lass uns mal losgehen. So, erstmal raus hier. Ach, pass auf, Autos. Gehen wir mal los. Ah, das Auge ist ein bisschen schmutzig. Ich meine die Linse. Jetzt gehen wir mal hin. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Was man dann nicht alles für so eine Scheiße tut. Aber die Scheiße macht Spaß. Das ist Pokémon. Guck mal, ich glaube, die laufen alle nur deswegen im Park herum. Irgendwie alle mit ihren Handys. Hm, seltsam. Guck mal, da ist ja was. Lass uns mal sehen, was das für eine Sehenswürdigkeit ist. Hm. Sieht irgendeiner die drei Stangen? Also ich sehe sie nicht und mir ist es egal, ich drehe mal. Lass mal was raus, lass mal was raus, lass mal was. Jawohl, guck mal, ich habe ein Ei bekommen. Also ich glaube, das langt jetzt erstmal. Ich bin jetzt durch halb Leonberg gefahren, um diese Pokébälle zu sammeln. Hab jetzt noch ein Ei bekommen. Tja, jetzt laufen wir mal vors Haus und dann fangen wir noch ein paar Pokémon. Aber warte, ich habe doch ein Ei bekommen. Wenn ich ein Ei habe, dann kann ich doch die Eibrutmaschine verwenden, oder? Hm. Aber wo finde ich das jetzt? Warte. Wey, guck mal. Da hat sich einer angekündigt. Guck mal das Viech an. Ball. Guck mal, ey, wenn ich jetzt verfehle. Ich habe nur ein paar Stück. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Jawohl. Habt ihr das gesehen? Scheiße, das ist auf dem Kopf. Habt ihr das gesehen? Geil. Hm. Und was ist denn das? Was ist denn das? Kennt das jemand von euch? Nebulak. Yeah. Level 52 oder WP 52 also. Nicht so hoch. Naja, jetzt fahren wir mal heim. Wer von euch kommt noch aus Leonberg? Schreibt mir mal, vielleicht können wir uns mal spielen oder gegeneinander antreten. Also, haut rein. Bis gleich. Also ich glaub's wirklich nicht. Ich laufe wirklich wie ein Bescheuerter durch Leonberg, weil ich keine Pokémons finde. Und warte, bis da was kommt. Ja, ich bin gespannt. Hey, Leute, was glaubt ihr? Aufgestiegen. Level aufgestiegen. Und ich bin gerade daheim. Guck mal. Drück mal hier drauf. Jawohl, und jetzt kann ich gleich kämpfen. Jetzt kämpfe ich mal gegen jemanden. Wenn es geht. Wow, ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Also hier, wow, du hast jede Menge Pokémon gefangen. Viel Erfahrung als Pokémon-Trainer gesammelt. Du bist bereit, an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen. Ich habe drei hervorragende Assistenten. Jeder von denen leitet ein Team, andere Vorgehensweise, Erforschung, ein Teil der Erforschung, Ausrichtung, ja, tralala.
Sie freuen sich, ein Teammitglied begrüßen zu dürfen. Hey, ich heiße Spark, ich leite Team. Pokémon sind Wesen mit hervorragender Intuition. Wird bei, du kannst nicht verlieren, wenn du auf deine Intuition verlässt. Und der zweite, ich bin Blanche, ich leite Team Weisheit. Die Weisheit von Pokémon ist unermesslich. Ich erforsche, warum sie sich entwickeln. Mein Team? Aufgrund unserer besonderen Analyse jeder Situation sind wir unschlagbar. Und noch eine, ich bin Candela. Ich leite Team Wagemut. Pokémon sind stärker als Menschen. Außerdem sind sie sehr warmherzig. Ich erforsche. Ja, bist du bereit? Also, ich stehe eher auf Intuition, aber ich nehme am besten die goldene Mitte, Weisheit. Ich gehöre zu der Weisheit. Jawohl. Soll ich gegen den kämpfen? Oha, der hat WP 619, WP 657, WP 680. Ey, die gehen ja voll ab. Was sind denn das für Leute? Naja, ich probiere es mal aus. Ich habe Angst. So, dann versuche ich mal hier mit dem. Und mit dem. Naja, mit wem? Dramato? Oder Goldbart? Naja, ich versuche es mal. Wie das überhaupt aussehen wird. Wie ich da überhaupt kämpfen muss. Und der macht mich ja voll platt. Alter, der macht mich ja voll platt. Komm, 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 Blitzer, 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 Blitzer. Ich glaube, all meine Pokémon, die gehen hey. Kann das sein? Ja, komm. Komm, komm, noch ein bisschen. Na, noch ein bisschen. Komm! Einer. Oh, ich hab verloren. Schlecht. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen stärker werden. Naja, Leute, also ich versuche mich weiterzuentwickeln. Oder meine Pokémon. Und dann komme ich auf jeden Fall zurück. Bis später. Verfolgt mich, macht ein Like, abonniert mich. Und ich hoffe, ihr könnt mich da weiterbringen und mir da weiterhelfen. Bis dann, ciao.